hier ist Ronja und es ist ein Weilchen her, dass wir das letzte Q&A-Video gemacht haben. Deswegen habe ich mir gedacht, ich gucke mal wieder an, was ihr so gefragt habt und beantworte die ein oder andere Sache. Bevor wir anfangen, wir haben jetzt neue Designs im Shop und zwar ist es so ein Einhorn-Design heißt das. Ich kann euch hier ein paar Bildchen einblenden. Es sieht richtig cool aus. Vielen, vielen Dank an JaninaKraft13 für das Designen von meinen beiden Designs. Die sind wirklich super toll geworden. Ich bin voll froh, dass ich es nicht selber machen musste. Nein, dass ich so jemanden hatte, der da tatsächlich Talent hat und das machen konnte. Deswegen guckt unbedingt mal auf www.richtigeronja.com vorbei. Oder ich packe euch nochmal einen Link in die Beschreibung, falls ihr da Interesse habt. Ich finde, sie sind richtig gut geworden. Frag Ronja, möchtest du später mal Kinder bekommen? Und wenn ja, wie viele? Ja, ich möchte später mal Kinder. Ich bin mir nicht sicher, eins oder zwei, wahrscheinlich am ehesten zwei. Frag Ronja, was isst du so und was hast du im Kühlschrank? So, was in meinem Kühlschrank ist. Ich weiß zwar nicht, warum euch das interessiert, aber okay. Hier haben wir Marmelade, die ist sogar selber gekocht. Das ist Sauerkirschschokolade, schmeckt sehr gut. Dann haben wir Soßen, Dips, Senf und sowas. Und das ist Apfelmus, das ist Brotaufstrich. Das ist Joghurt, das ist meine Milch. Also so, ich trinke keine normale Milch, deswegen habe ich meistens Soja- oder Reismilch. Wir haben grüne Soße, da hinten liegt noch mehr Ketchup. Mein Freund hat irgendwann mal irgendwie so drei Packungen Ketchup gekauft. Ich weiß nicht warum, wir haben auch einen Haufen Remoulade. Hier drin ist Couscous, den ich gestern gemacht habe und nicht aufgegessen habe. Hier sind Eier, O-Saft, Käse, Spätzle, Mais, noch mehr Käse. Mein Freund isst gerne Käse, okay? Und ja, hier ist ein Haufen Gemüse, das ist eher so mein Kram dann. Und hier sind ein Haufen Äpfel und Zitronen. Und genau, das hier ist dann seine Milch, noch mehr meine Milch. Und das war's so ziemlich. Frage Ronja, welches Handy hast du? PS, kann ich gegrüßt werden? Alle wollen immer gegrüßt werden. Lilea, ich grüße dich hiermit. Ich habe ein sehr dreckiges, hoppala, ein sehr dreckiges Samsung Galaxy S7. Das spackt aber ein bisschen rum, deswegen überlege ich mir, ob ich ein neues hole, weil der Akku hält ungefähr 30 Minuten. Das sollte nicht so sein. Ja, falls ihr die Vlogs oder sowas gesehen habt, dann filme ich tatsächlich oft mit dem Handy von meinem Freund. Der hat ein S8. Also falls ihr das irgendwo mal im Spiegel gesehen habt und euch denkt, da stimmt doch was nicht. Das ist die Aufklärung. Mit welcher App nimmst du auf und hast du bezahlt? Ich nehme auf mit OBS. OBS ist kostenlos, das kann sich jeder runterladen. Es ist relativ einfach, man kann alle seine Overlay-Sachen reinpacken, man kann die Kamera reinpacken, man kann die Spiele reinpacken, die man gerade spielt. Das ist super praktisch. Ich benutze OBS schon super lange, ich habe da nur gute Erfahrungen mitgemacht. Ich glaube, jeder, der OBS benutzt, hat da nur gute Erfahrungen mitgemacht. Also, falls einer von euch Sachen aufnehmen möchte, OBS ist wärmstens zu empfehlen. Frag Ronja, bist du mehr mit Freunden oder mit deinem Freund unterwegs? Mein Freund ist der größte Stubenhocker, den ihr euch vorstellen könnt. Mein Freund verlässt die Wohnung nur sehr, sehr ungern. Ich gehe super gerne mit Freunden weg, deswegen. Also, ich gehe gerne raus. Ich tue gerne Dinge. Und dann mache ich das eigentlich im Normalfall immer mit Freunden, weil, ja, ich weiß nicht, wann mein Freund das letzte Mal zu irgendwas mitgekommen ist, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir waren einmal im Kino, seitdem wir hier wohnen. Das ist schon so ungefähr ein halbes Jahr. Und das war auch relativ am Anfang, als wir eingezogen sind. Seitdem haben wir nichts mehr gemacht. Also ja, mit Freunden. Definitiv mit Freunden. Frag Ronja, kommst du bei Floßtour auch nach Österreich? Und warst du mal verliebt? Bitte grüß mich. Der Tom möchte auch gegrüßt werden. Also Grüße gehen raus an Tom. Ich bin nicht in Österreich. Nein, das ist viel zu weit weg für mich. Ich wohne hier in Darmstadt. Und ich kann nicht einfach mal super, super weit wegfahren, weil ich ja tatsächlich auch noch zur Uni gehe. Tops und Flo haben ja das große Glück, einfach nur YouTube machen zu können und einfach, das war's. Sie haben sonst nichts zu tun. Aber ich studiere ja normalerweise noch in Vollzeit. Deswegen ist es für mich ein bisschen schwieriger, einfach so Dinge zu tun. Aber nein, ich komme nicht nach Österreich. Warst du mal verliebt? Ja, ich habe ja, für die das nicht wissen, ich bin seit ungefähr 2,5 Jahren jetzt mit meinem Freund zusammen. Also wir sind im Dezember 2016 zusammengekommen. Das heißt, es sind jetzt so Pi mal Daumen 2,5 Jahre. Ich würde sagen, das wäre schon mal eine Grundvoraussetzung, ja. Wäre sonst glaube ich, nicht so gut.
Also ja. Frag Ronja, hast du eigentlich ein Auto und wie hast du deinen Freund kennengelernt? Viele Fragen, was mein Freund. Ohne Witz, viele Fragen, was meinen Freund angeht. Übrigens, falls euch so. Wir setzen uns hin und reden ein bisschen. Wir können einen Tee trinken. Ich habe keinen Tee, weil meine Tassen alle in der Spülmaschine sind, deswegen trinke ich Wasser. Aber falls euch sowas gefällt, dann könnt ihr euch freuen, denn ich habe jetzt endlich einen Plan, wann ich meine Videos mache. Das heißt, Montag, Mittwoch, Freitag kommt jetzt erstmal Subnautica, Dienstag kommt immer Roblox, Donnerstag bin ich mir noch nicht sicher, das ist momentan noch so ein bisschen platzhaltermäßig, da bringe ich dann meistens irgendwas. Samstags mache ich dann immer irgendwas wie ein Q&A oder ein Vlog oder Fanpost öffnen oder halt irgendwas, was in diese Richtung geht. Und Sonntag ist auch momentan noch platzhaltermäßig. Ich habe ein Projekt, was ich momentan plane, was dann an den beiden Tagen kommen soll. Bis jetzt ist da aber noch nichts wirklich fertig, deswegen wird es schon noch ein, zwei Wochen dauern. Aber es wird richtig cool und da stecke ich sehr viel Mühe rein im Moment. Das heißt, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Es wird ein Minecraft-Projekt, okay? An alle, die gefragt haben, machst du mal ein Singleplayer-Minecraft-Projekt? Minecraft-Projekt? Ja, kommt. Aber noch nicht jetzt. Okay, hast du eigentlich ein Auto und wie hast du deinen Freund kennengelernt? Ich hatte mal ein Auto, okay? Ein eigenes. Das habe ich mir gekauft, als ich 18 war, von meinem eigenen hart verdienten Geld. Es war wunderschön, okay? Es war so ein blauer Subaru. Ich kann euch hier Bilder einblenden. Es war ein blauer Subaru mit goldenen Felgen. Hatte Vierradantrieb, was übelst praktisch war, weil ich komplett auf einem Berg gewohnt habe, wo es gefühlt immer geschneit hat und da lag immer Schnee und es war super, super schwer mit normalen Autos diesen Berg hochzufahren. Unsere Straße war auch alles andere als gut. Wir hatten Schlaglöcher ohne Ende, da wurde auch nie was gemacht. Das Ding, boah. Okay, es war nicht wirklich gut. Wir hatten drei Straßen. Dann, egal in welche Richtung du gefahren bist, waren erstmal 10 Minuten Wald oder 10 Minuten Wald, das war's. Mehr Straßen gab's nicht. Wir waren im Wald, okay? Ich hab im Wald gewohnt. Nein, aber da hatte ich ein Auto, das brauchte ich zwangsweise, als ich nach der Schule fertig war, habe ich ein FSJ gemacht. Und dann musste ich halt zu diesem FSJ kommen. Und das habe ich damals mit dem Auto gemacht. Und mein Bruder hat davon auch ziemlich profitiert, weil ich dann jeden Tag zur Schule gefahren habe in dem Zeitraum. Das ist dann leider aber kaputt gegangen. Was aber nicht schlimm ist, weil ich dann ja eh nach Darmstadt gezogen bin, in Großstädten. Ja, wenn man Darmstadt als Großstadt bezeichnen kann. Also ein Auto ist eher unpraktisch. Jetzt habe ich noch einen Roller. Das ist eigentlich ziemlich cool, wenn man da überall Parkplätze findet. Aber ich habe kein Auto mehr. Wie ich meinen Freund kennengelernt habe, mein Freund habe ich mehr oder weniger übers Spielen kennengelernt, würde ich sagen. Ich war damals auf einem TS mit Leuten, die ich aus der Schule kannte. Und mein Freund war tatsächlich auch auf meiner Schule, ich habe da aber nie was mit ihm gemacht, der war auch nicht in meiner Stufe, der war eine Stufe über mir. Er ist ja auch ein bisschen älter als ich. Und ja, ich weiß nicht, wir haben ab und zu ein bisschen League zusammengespielt und dann haben wir irgendwann was geschaut, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr was, aber wir haben irgendwas geschaut. Und halt über den Discord, dass wir halt beide das Tab auf haben und die Serie schauen und haben dann halt geredet und dann habe ich mich ab und zu öfter mit ihm getroffen und dann haben wir uns meistens eh mit der Freundesgruppe getroffen, falls irgendwie CS-Majors waren oder irgendwelche League-Turniere und dann haben wir die zusammen geguckt und so haben wir uns dann mehr oder weniger kennengelernt. Und genau, ich war irgendwann mal auf einer LAN-Party, da kannte ich ihn noch nicht wirklich und dann ich kannte die Leute schon, aber ich war nicht so richtig dicke mit denen. Und es war richtig merkwürdig, weil die trotzdem gesagt haben, hey, du kannst zur LAN-Party kommen. Und dann war ich so, hey, ja, klar, warum nicht? Und dann saß ich neben meinem Freund, also neben meinem jetzigen Freund, damals noch nicht, auf der LAN-Party und wusste nicht, was ich tun soll, weil das irgendwie voll merkwürdig war und ich schon müde war und ich nichts mehr zu spielen hatte. Und dann hat er die ganze Zeit Stardew Valley gespielt. Und ich habe die ganze Zeit nur neben ihm gesessen und versucht, Konversation zu betreiben. Und habe halt irgendwie über Sachen geredet, die bei ihm passiert sind. Oder ihn Sachen gefragt. Und er hat einfach nicht wirklich geantwortet. Er war dann immer nur so, ja, okay. Und ja, es lief am Anfang noch nicht so gut, okay? Es lief nicht so rund. Aber dann irgendwann war ich persistent genug. Und dann waren wir zusammen. Bam! Okay, ja. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Das war jetzt ganz schön kauderwelsch. Frage Ronja, wurdest du schon mal von einem Krankenwagen abgeholt? Ja, zweimal sogar. Einmal, als ich... Das war fies.
Da habe ich im Bett gelegen und auf einmal konnte ich meinen Hals nicht mehr bewegen, weil mein Nacken so komisch verkrampft war. Das war richtig, oh, das war fies. Das hat voll wehgetan. Da musste ich vom Krankenwagen abgeholt werden, weil ich mich offensichtlich nicht mehr bewegen konnte. Und einmal noch, als ich zusammengebrochen bin im Fitnessstudio. Aber das waren meine zwei Mal und ich kann es nicht empfehlen, okay? Krankenwagen fahren macht keinen Spaß. Frau Ronja, hast du ein Haustier? Und wenn du eins hattest, dann welches und wie hieß es? Ich hatte mal ein Haustier, das war ein Kaninchen, der hieß Felix. Den habe ich bekommen, als ich noch ganz, ganz klein war. Der war voll niedlich. Dann später hatten wir immer Hamster. Ich glaube, wir hatten insgesamt 3 Hamster. Als ich ausgezogen bin, habe ich mir dann wieder einen Hamster gekauft, weil es das Einzige war, was in meiner Wohnung erlaubt war, weil man halt nur Kleintiere halten konnte. Der ist dann aber leider relativ früh gestorben, weil Hamster generell ja nur so 1-2 Jahre Lebenserwartung haben geführt. Ich glaube, die sind immer nur so 2 Jahre alt geworden. Und genau, jetzt darf ich in meiner jetzigen Wohnung endlich richtige Haustiere halten. Und wir hatten sogar zeitweise noch Kätzchen. Genau, wir hatten auch mal Kätzchen. Okay, nein, aber jetzt möchte ich wieder ein Kätzchen und ich bin an was dran, okay? Ich gehe am 23. jetzt meine zukünftigen Kätzchen besuchen und gucke mir die mal an und ich bin schon voll gespannt und freue mich voll und die sind da. Kätzchen. Frag Anja, was für einen Stuhl hast du? Wie viele Abonnenten magst du 2020 haben? Wie lange wirst du YouTube machen? Was für ein Auto hast du? Wirst du neu mit YouTube anfangen, wenn dein YouTube-Account gelöscht wird? Erstmal, warum wird mein YouTube-Account gelöscht? Zweitens, ich habe einen Secret Lab Titan. Wie viele Abonnenten magst du 2020 haben? So viele wie möglich. Aber da will ich jetzt, also 2020 ist ja noch ein Jährchen hin. Ich glaube, das ist relativ schwer einzuschätzen. Wie lange wirst du YouTube machen? So lange, wie es mir Spaß macht. Also jetzt wahrscheinlich noch ein paar Jährchen. Was für ein Auto hast du? Wie gesagt, ich habe jetzt keins mehr. Ich hatte mal einen Subaru Impreza. Wirst du mal neu mit YouTube anfangen, wenn mein Account gelöscht wird? Falls irgendjemand sich in meinen Account hackt und den löscht, dann ja, dann werde ich neu mit YouTube anfangen. Ansonsten verstehe ich die Frage nicht. Ich mache Urlaub in der Ostsee. Das ist cool. Die Ostsee ist echt schön. Frag Ronja, wie heißt du in echt? Ich heiße Ronja. Ja. Ist Ronja. Ich habe keinen Zweitnamen. Meine Mutter wollte mich früher Alexa mit Zweitnamen nennen, hat sie dann aber nicht gemacht. Dankeschön, Mom. Danke. Sonst hätte ich mir jetzt bestimmt einen Haufen blöder Witze anhören müssen. Deswegen, ja, ich heiße einfach nur Ronja. Frage Ronja, hast du dir irgendwas nachmachen lassen, weil du so hübsch aussiehst und ich kann nicht glauben, dass das alles Natur ist? Erst, ich kenne dich durch Flo und deine Stimme ist mega süß. Erstmal vielen, vielen Dank, das ist super süß. Ich habe mir nichts nachmachen lassen. Mein Gesicht ist so, schon immer. Ich meine, klar sieht man durch Make-up immer ein bisschen ordentlicher aus, als man ohne Make-up aussehen würde. Aber nein, ich sehe natura so aus, wie ich jetzt aussehe. Ich sitze aber auch gerade in Schlumperklamotten da, weil es Wochenende ist. Warte, es ist gar kein Wochenende, wir haben es Freitag, gell? Weil es quasi Wochenende ist, ich habe Semesterferien. Ich habe aber tatsächlich gar nichts dagegen, wenn sich Leute was nachmachen lassen. Ich finde nur, man sollte das dann offen zugeben, weil Leute sonst ein falsches Bild kriegen und denken, Leute sehen im echten Leben so aus und haben das Gefühl, hey, irgendwas stimmt mit mir nicht, warum sehe ich nicht so aus? Und es gibt ja einen Haufen Leute, die sich mittlerweile irgendwie die Lippen aufspritzen lassen oder hier Filler oder da Filler, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wo man das überall machen kann. Aber da gibt es ja mehr als nur eine Person, die das machen lässt. Auch damals von meiner Schule, wenn man mittlerweile so über die Instagram-Profile scrollt, ist es voll merkwürdig zu sehen, wer sich da tatsächlich schon was machen lassen hat. Also das ist ja auch nicht mal so teuer. Wenn man sich irgendwie die Lippen machen lässt, dann kostet das ja keine paar tausend Euro wie eine richtige Operation. Ein paar Leute haben sich die Nase machen lassen. Das sieht aber, also eine Freundin von mir hat sich die Nase machen lassen. Und das sieht wirklich gut aus. Also ich kann es nur sagen, ich habe absolut nichts dagegen, wenn Leute sich unwohl mit ihrem Körper fühlen oder bestimmte Sachen einfach nicht mögen und sagen, es stört sie so sehr, dass sie das operieren lassen wollen und sagen, sie sind danach viel glücklicher und sie war danach viel glücklicher. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm und ich finde, jeder kann da machen, was er oder sie möchte. Ich persönlich habe nichts machen lassen und
Ja, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Das war's dann aber auch mit diesem Q&A-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Schreibt mir einen Kommentar, was ihr über das ganze Schönheits-OP-Thema denkt und ob ihr vielleicht jemanden kennt, der was machen lassen hat. Das würde mich nämlich mal interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönes Wochenende und genau, bis morgen. Ciao!